Der jetzige Lightride war schon ein Top-Bike. Für nächstes Jahr die Olympiade in Tokio haben wir uns alle zusammen noch mal an den Tisch gesetzt und überlegt, welches Bike, welche Kinematik, welche Winkel, welche Geometrie am besten ist. Und das haben wir auf Papier gedreht und dabei ist der neue Lightrider rausgekommen. Und jetzt liegt es an mir.